Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und heute auch wieder mit einem Panzer, der allgemein sehr beliebt ist in der Community, und zwar der E25. Da habe ich das Replay vom Bilderrahmen reingeschickt bekommen. Vielen lieben Dank an der Stelle, und es wird eine richtig, richtig fixe Runde werden mit richtig schönem Damage. Und ja, da dachte ich mir, die lasse ich mir nicht entgehen, weil wenn ich hier mal in nicht mal 5 Minuten den Damage bekomme oder zeigen kann, den er hier farmt, ja, dann müsste das eigentlich ganz geil werden. Schauen wir mal, wie er das hier macht. Auf jeden Fall ist er jetzt mal in einem 7er, 8er Gefecht. Also nicht als Top-Tier unterwegs in dem Fall, leider. Und für mich auch auf eine der schlimmsten Karten überhaupt. Also ich kann mit der Karte gefühlt von Woche zu Woche immer weniger anfangen. Ich weiß nicht, was ist denn so eure Hass-Map, wo jeder so sagt, jo, wenn ich die spiele, würde ich am liebsten instant ausmachen. Also ich muss sagen, hier, die ist schon für mich sehr, sehr weit oben dabei in der Kategorie. So, jetzt kriegt er erstmal ein bisschen noch Damage auf die Su raus. Aber Su muss er aufpassen, weil die mit hier HE-Granaten, die macht am E25 schon durchaus gerne und auch viel Schaden. Der Durchschlag vom E25er bekanntermaßen nicht so richtig dick, aber kann man schon arbeiten. 150 mit Normal, und wenn das nicht reicht, gibt es 194 mit Premium. Ja, wie gesagt, auf die meisten Panzer kommt man eigentlich schon mit dem Panzer gut zurecht. So, er wartet hier erstmal ein bisschen ab. Wohin und wie und was und warum? Mit wem und wieso? Weshalb? Und so weiter und so fort. So. Lore. Jetzt komm, machst du noch. Oh, da hat nicht mehr viel gefehlt für den Killshot. Den Tiger kommt das seitlich auf den Turm da drauf. Aber der fährt jetzt auch zurück. Dementsprechend da keinerlei Möglichkeit mehr. Steht schon 6-0. Also sein Team ist ja auf jeden Fall der dominierende Faktor. Ich habe übrigens die Runde ganz bewusst ausgesucht, weil sie einfach kürzer ist, weil ich mir dachte, so im neuen Jahr, in der Kürze liegt die Würze, da kann man einfach mal eine etwas schnellere Runde mal zeigen, mit viel Schaden. So, jetzt hält er den Tiger immer hinten rein. Und auch der ist weg. 1800 Damage und sein erster Kill dann da jetzt mittlerweile. Die Lore rennt da. Nein, das hat er jetzt im letzten Moment abgedreht, weil er dachte, okay, der Brandschaden, der macht den Rest schon. Ja, hat er vielleicht, also klar, das Rammen hätte er nicht machen sollen, aber ja, vielleicht so noch ein kurz abbremsen und den sicheren Kill. Ich Killstil da im Zweifel auch mal. Kein Problem. So, Scorpion kann man gut rammen, denn der Panzer wiegt mal gar nichts, wie man sieht. Und da hat er ihn aber mal astrein weggemacht. Einfach mal drauf. Drauf auf die Mutti. Schöne Aktion. So, T28 jetzt seitlich wahrscheinlich. Ne, vom Heck. So, und noch der letzte. Ja, ich wollte gerade sagen, nimm eher die Wanne, mein Lieber. Jo. So, 3100 Damage. Und da hinten ist noch der Löwen. Oho, und ein IS. Also nochmal drei Dickschiffe unterwegs. So, und jetzt kann er hier auch nochmal einiges farmen. Löwen von hinten. Da will er jetzt auch möglichst nah an ihm dranbleiben, dass er dem Oho nicht zum Opfer fällt. So, jetzt hat er sich hier ein bisschen zum Rammen drängen lassen. Man hat gesehen, er selber hat mit seinem Rammschaden 14 angestellt, und bei ihm selber sind über 200 reingegangen. So, und die Art, die muss unbedingt immer nochmal draufhalten. Das ist auch so eine Unart, finde ich mittlerweile. Warum Artis auf die Mates noch schießen, auch wenn man... Oh! Mumpellager noch weggewichst. Jo, 5 Kills,
4546 Damage und das in unter 5 Minuten. Ja, in der Kürze liegt die Würze, war so meine Devise heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Runde war vom Skill her nicht das Beste, aber eigentlich total wurscht. Einfach nur mal so eine schöne, lustige Runde in E25, wie sie dann auch mal ablaufen kann. Und so soll es auch mal sein. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, den E25 zu sehen. Schreibt in die Kommentare, was eure Relapse-Maps und nicht Hass-Maps sind. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Ekeramba.